Herzlich willkommen zum Thema Vorschleifen. Hierbei geht es darum, ein Programm zu erstellen, das nur einmal erstellt werden muss, aber sich immer und immer wieder wiederholt. Dafür benutzen wir die Vorschleifen und die For-In-Funktion. Wir geben hier die Anzahl an, wie viel Mal es wiederholt wird. Und da wir hier die Portale sehen, die sich immer wieder öffnen an der gleichen Stelle, können wir die Vorschleife gebrauchen. Ja, und das wäre eigentlich schon alles, was zu diesem Thema zu wissen ist. Die Vorschleifen können einem sehr viel Zeit sparen, weil man dadurch viel weniger Text schreibt als nötig.